liebe Handballfreunde, er steht neben mir, Daniel Kirgelmann, der Kapitän der zweiten Mannschaft von der HSG Hanau. Daniel, am Samstag geht's endlich wieder los, nach über einem halben Jahr. Ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, wie groß die Vorfreude ist. Aber sagst du einfach selber nochmal mit deinen eigenen Worten, wie das letzte halbe Jahr abgelaufen ist für euch als Mannschaft. Und ja, genau, erzähl doch einfach mal. Ich denke, vor jedem Saisonstart kribbelt es in einem. Dieses Jahr war die Vorbereitung besonders lang, was keiner von uns gern macht. Umso mehr kribbelt es jetzt natürlich. Umso mehr können wir es jetzt nicht mehr erwarten. Heimspiel, Dornerhalle, da gibt es in Hanau eigentlich nicht viel mehr. Ja, zur Vorbereitung schwierig, Schwierigste war, glaube ich, sich immer wieder zu motivieren. Wir haben das ganz gut gelöst. Wir haben am Anfang den Ball komplett weggelassen, mussten wir auch, haben da sehr gut athletisch gearbeitet, wo wir Defizite hatten. Und dann, wo es in die Halle reinging, hat es einfach nur noch Spaß gemacht, weil jeder in die Halle rein wollte, weil wir so lange nicht in die Halle durften. Von daher hat sich das dann auch ganz gut, hat es super gepasst. Und ja, wir haben uns auch nach dem verschobenen Saisonstart, haben uns immer wieder motiviert, weil wir dann irgendwann den 17. Vor Augen hatten und jetzt nur noch Samstag zählt und Riesenvorfreude. Sehr gut, das ist auf jeden Fall, so soll es sein als Spieler. Man muss brennen, genau. Finde ich, genau. Jetzt hast du jahrelang schon Oberliga gespielt, jetzt bist du mit der zweiten aufgestiegen in die Oberliga. Wie groß oder wie beurteilst du die Unterschiede gegenüber der Landesliga? Kommt da jetzt nochmal ein erhebliches Pflaster auf euch zu oder erzähl doch einfach mal. Ja, das letzte Mal Oberliga gespielt habe ich vor 4 Jahren. Ich denke, da hat sich auch ein Stück weit geändert. Die Oberliga ist nicht mehr ganz so stark, wie sie noch vor 4, 5 Jahren war. Aber natürlich ein deutlicher Sprung zur Landesliga. Wie schon angesprochen, athletisch was ganz anderes. Ich glaube, spielerisch ist es gar nicht so weit entfernt. Spielerisch sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Da mache ich mir gar keine Sorgen in der Oberliga. Aber es wird drauf ankommen, wie nehmen wir die Zweikämpfe in der Abwehr und im Angriff an. Können wir da körperlich mithalten? Jetzt ist es so im Sport, dass jede Mannschaft seine Eigenart hat. Wie beurteilst du den Charakter als Kapitän deiner Mannschaft? Schwierige Frage. Ganz schwierig. Dadurch, dass wir 2, 3 Ältere sind und dann ein Riesensprung kommt und dann irgendwo Mitte 20 und dann der nächste Riesensprung kommt, dann ganz junge Mannschaftskollegen dann drin sind, ist es manchmal schon eine Wundertüte. Da bin ich auch gespannt, die Saison, wie läuft es, wenn es mal eng wird und wenn wir mal hinten liegen, was für einen Charakter zeigen wir dann. Was wir auf jeden Fall sagen können, letzte Saison, egal, wenn wir zurückliegen, wie lange noch zu spielen ist, wir geben nie auf. Ich glaube, wir haben letzte Saison 4, 5 Spiele in der letzten Minute gewonnen und noch gedreht. Ich glaube, den Charakter haben wir auf jeden Fall, bis zum Ende zu kämpfen. Das spricht auf jeden Fall für euch. Jetzt mit einem kurzen Ausblick für Samstag. TSG Münster, ehemaliger Zweitligist-Traditionsverein hier in der Region, kommen hier am Samstag in die Dornerhalle. Wie beurteilst du die Chancen für uns? Schwierig. Einige bekannte Gesichter von früher noch drin. Ich glaube, dass wir gar nicht so weit entfernt sind. Natürlich ein Stück weit mehr Erfahrung in der Oberliga. Einige Spieler von TSG Münster, die jetzt seit 5, 6, 7 Jahren in der Oberliga spielen, auch eingespielt sind. Aber ich denke, dass wir mit unserem spielerischen Konzept, wo wir da sehr gut aufgestellt sind, vielleicht einen Tick schneller sind als Münster, glaube ich, ganz gut dagegen halten können. Und uns muss hier erstmal einer schlagen zu Hause. Also von daher mal gucken. Das ist doch auf jeden Fall mal eine Aussage. Dann, lieber Daniel, wünsche ich dir viel Erfolg am Samstag, dir und der Mannschaft. Und dass die Punkte auf jeden Fall hier in Hanau bleiben. Hoffen wir es. Dankeschön.